So Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Pilztour. Ich bin gerade eben so geil durch den Nebel gefahren. Leute, ich muss euch jetzt erstmal kurz, bevor wir hier in die Pilze starten, ein bisschen mit Nebel nerven. Also Leute, zieht euch das jetzt mal hier rein. Gibt es was Schöneres? Also ich glaube nicht. Sorry für den kurzen Nebelabstecher hier. Ich feiere das so übelst, diese Morgenstimmung. Es ist einfach so geil. Ihr könnt hier nur Fotos schießen, ey. Das ist der Wahnsinn. Aber Leute, da sind wir ja nicht hier. Jetzt geht's hier wieder in eine neue Pilztour. Wir schreiben die letzte Oktoberwoche tatsächlich schon. Dann ist schon November. Hier rauscht wunderbar schön das Wasser. Sieht man es ja hier. Sprich, es hat auch gut geregnet. Wir haben es extrem warm. Jetzt schon 14, 15 Grad, 29 Grad werden. Das ist der Oberknaller. Das ist der echte Oberknaller. Also ich weiß noch nicht, was uns hier erwartet. Ihr habt sie vielleicht hier in der Headline schon gesehen. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. So Leute, im Wald angekommen. Und hier der Schirmlingskandidat hier, der hat sich ja mal richtig schönen Platz ausgesucht. Wie schön sieht das denn bitte aus, ey? Also ich muss ja sagen, dass ich hier vor na, ungefähr 10 Tagen in dem Wald schon mal war. Und das Bild hat sich halt hier komplett gewandelt, ne? Hier ist so viel Laub auf dem Boden, das ist ja Wahnsinn. Da ist das Suchen, es sei denn hier so wie die Nebelkappen und Schirmlinge, wenn die hier so weiß rausleuchten. Natürlich auch dementsprechend schwieriger jetzt mittlerweile. So, jetzt hier wunderschön die ersten Röhrlinge mal gefunden. Also hier ein Rotfußröhrling, der ist schon ein bisschen zu alt. Die hier sehen auf jeden Fall wesentlich besser aus. Ja, noch wunderbar. Schön hellgelbe Röhren. Also hier nochmal eins. Nummer zwei, der ist schon ein bisschen grenzwertig hier, bis auf die Schnecke, aber den werde ich auf jeden Fall hier auch mitnehmen. Also Leute, ihr habt es gesehen, hier von diesen weißen Pilzen steht halt hier wirklich der komplette Waldboden voll. Und ich werde die tatsächlich erstmal nachschlagen müssen. Ich weiß nicht, welche das hier sind. So Leute, ich weiß, ihr habt es euch gewünscht. Und natürlich gibt es bei mir kein Pilzvideo. Ihr könnt es zwar nicht beeinflussen ohne Steinpilz. Aber für den Burschen mache ich mich natürlich jetzt hier oben mal lang. Oh, und hock mich hier schön in den Dreck, Leute, wenn wir den schön hier genüsslich mal rausnehmen.
Was ein schöner, ey. Er möchte zwar nicht, aber er muss. Der ist richtig verwurzelt hier mit dem Baum. Ein richtig schöner Steinpilz, Leute. Also wie schon am Anfang vermutet, so der Gesamteindruck, okay, einen Steinpilz haben wir ja zumindest schon, hat sich hier halt echt geändert. Ne? Das sind halt jetzt echt so die Spätherbstpilze hier am Start. Eher so die Hallimasch. Täublinge sind halt hier jetzt endlich mal zu finden. Die gab es dann in der ganzen Zeit irgendwie gar nicht, weiß ich auch nicht warum. Aber es ist anders. Auch so mehr bräunlich jetzt alles als golden. Naja, die Zeit schreitet hier voran. So Leute, hier an dem schönen Baumstamm wieder richtig schöne Stockschwämmchen und natürlich auch ein paar Hallimasch dazwischen. Ich mache jetzt mal hier nur einen ab. Also Leute, hier immer drauf achten, auf diese Schuppen hier am Stiel. Natürlich keine grünen Töne hier in den Lamellen. Wunderschöne Stockschwämmchen. Also hier in jedem Alter. So, jetzt sind wir wieder so einer schönen Lichtung, wo eigentlich irgendwie alles steht. Also hier haben wir vergammelte grünblättrige Schwefelköpfe, dann haben wir hier natürlich die obligatorischen Nebelkappen, dann hier irgendwelche Käsepilzchen, dann haben wir hier Rotfußröhrling, aber der wird auch schon, naja, wobei, also der Kumpel geht sogar noch, aber Leute, man sieht schon, das sieht so ein bisschen aus, als hätte hier der Frost durchgewütet, weil alles hier schon total überständig ist und am Gammeln ist. Aber Leute, das liegt gar nicht am Frost, sondern an dieser extremen Feuchtigkeit. Also hier im Taunus soll es an einigen Stellen bis zu 60 Liter geregnet haben. Da gammeln natürlich die Pilze umso schneller weg, als wenn es jetzt trocken ist. Dann haben sie vielleicht ein bisschen Trockenschaden, aber sehen dann nicht so aus, wie sie jetzt aussehen. Aber es sieht halt so aus, während ich hier durchs Laub knusper, dass so dieser Röhrlingsschub, der wirklich extrem gewesen ist, muss ich sagen. Ich war ja bestimmt 10-mal im Wald und hatte 10-mal meinen Korb gut gefüllt. Ich habe ja jetzt auch nicht alle gefilmt. Da hatte ich auch nicht jedes Mal die Kamera dabei. Als ob der jetzt erstmal so ein bisschen am Abebben ist. Ob da nochmal einer kommt, steht in den Sternen. Kann sein, muss nicht sein. Aber ich werde natürlich das weiter hier beobachten, das Ganze. So, hier ist schon wieder irgendwas erspäht. Das könnten wieder Stockschwämmchen. Oh ja. Das sind echt wieder Stockschwämmchen. Und die habe ich mich ja letztens sogar auch mal ran gewagt und siehe da. Gut, die sind jetzt natürlich wesentlich zu alt hier. Aber ich habe sie anscheinend richtig bestimmt, denn sonst könnte ich ja dieses Video hier nicht machen, Leute. Also Leute, auch wenn es keiner mehr sehen will, es guckt euch das doch mal hier an. Die wachsen hier in den Felsspalten sogar. Was soll noch diesen ganzen Hallimasch-Eskalationen stehen hier wieder. Richtig schöne, meine Güte, violette Rötelritterlinge, Leute. Ah. Ja, so
richtig. Alter Schwede. Ja, die sehen halt wirklich richtig schön aus. Ja, Nummer 1. Hier haben wir Nummer 2, noch einen jüngeren. Und hier hinten geht es halt tatsächlich noch weiter, ne? So Leute, nächste Highlight. Aber nicht für den Gaumen, sondern eher für die Nase. Ist hier der Schwefelritterling. Ey, da müsst ihr mal eine Nase von nehmen, ey. Junge, die stinkt, das ist unnormal. Natürlich auch nicht essbar. Der Schwefelritterling. Ey Leute, das nervt mich so unglaublich. Ich hab schon wieder mein Messer verloren. Das ist nicht normal, ey. Das kann man nicht ständig neue Messer kaufen hier. Ey, es rutscht halt irgendwie immer aus der Hosentasche, wenn ich hier irgendwie am Film in der Hocke bin. Ach, nee, oh Mann. Ich versuche jetzt mal, mich zu erinnern, wo ich jetzt hier gewesen bin. Aber das ist natürlich hier auch Nadel im Heuhaufen, würde ich sagen. Scheiße, ey. Ich geb's auf, ey. Gar keine Chance. Ich finde ja nicht einmal die Stellen wieder, wo ich vorhin gegangen bin. Das heißt, ich sehe jetzt hier irgendwelche Pilze, die ich vorher noch nie gesehen habe, ey. Alter Schwede, kannst du dir mal erzählen, ey. Messer Nummer 2 in Woche Nummer 2 verloren. Gar keine Chance. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt beim Pilzepflücken passiert ist oder beim Pilzefilmen oder wie auch immer. Oh. Also bald liegen hier in jedem Wald von mir irgendwelche Messer. Leute, wer hier Messer findet, kann nur von mir sein. Ey, kannst du keinem erzählen, ey. Leute, es ist wieder da. Hier beim Filmen von diesen schönen Stockschwämmchen. Oh, Leute, nee. So, ich halte jetzt das Pilzmesser in der Hand. Ich habe nämlich die Schnauze voll hier von Pilzmesser bestellen. Die bei Amazon müssen auch denken, was ist denn mit ihm los, Alter? Verkauft er die weiter oder was ist da nicht in Ordnung? Oha, Leute. Das ist einfach eine Riesengruppe hier mit ein bisschen schwabbeligen schon. Aber, Leute, ich guck mal, ich hole euch mal näher ran. Ich lasse den Kumpel hier drin. Hier unten an der Knolle gut zu sehen, der gelbe Knollenblätterpilz, und hier nicht nur einer, sondern schon einige hier am Start. Also Leute, hier vom Baumstamm sehen wir vielleicht den Gifthäubling. Er hat halt auch so einen weißlichen Stiel, so ein bisschen silbrig scheint. Tritt eigentlich auch mehr in Gruppen auf. Wenn jemand eine Idee hat, was das sonst sein könnte, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich würde sagen, er ist für mich so der Gifthäubling anscheinend. In dem Alter habt ihr gerade eben schön Rotfußräulinger gesehen. Und hier wirklich in dem Alter sind die wirklich am allerbesten. Schön hell. So, ich weiß nicht, ob man es nur annähernd erkennen konnte. Ich habe es jetzt mal eingeblendet. An diesem Baum wachsen tatsächlich schon Winterpilze, und zwar Austernseitlinge. Und die habe ich tatsächlich gezielt jetzt auch, na nicht gesucht, aber ich wusste halt, dass da welche stehen. Weil ich hier schon mal im Dezember letztes Jahr lang gegangen bin und da wirklich, ich hatte keinen Korb dabei, meine allerersten Austernseitlinge gefunden habe. Also die finde ich tatsächlich nicht so oft, aber Leute, es gibt halt auch im Winterpilze, ne? So, jetzt haben wir hier wieder einen schönen Stamm mit grünblättrigen Schwefelköpfen. Ist halt irgendwie immer so ein Highlight, ne? Die gibt's halt immer. Leute, seht ihr hier diesen schönen braunen Hut in der Mitte? Jetzt bitte keine Schnappatmung kriegen, ist es leider.
kein Steinpilz. Ich dachte jetzt auch gerade, es ist ein Steinpilz. Es ist halt ein Perlpilz, ein bisschen mit Braunton. Also Brauntöne können jeder natürlich auch haben, anstelle von Rottönen. Hier sind noch jede Menge. So, während hier episch die Sonne scheint, gibt es hier natürlich, Leute, wieder Hallimasch des Todes. Das ist unnormal. Aber, das wollte ich euch gar nicht zeigen, sondern mal hier. Hier steht halt mal, Leute, der honiggelbe Hallimasch. Könnt ihr mal hier so einen rausnehmen? Was ist denn das für ein Riesenteil? Guckt euch das doch mal an. Ich wollte einen rausnehmen und nicht mehrere. Leute, das ist ja unnormal. Die riesen Teile, ey. So, Leute, ihr seht, sie sind immer noch da. Hier wunderschönes Parasolpärchen. Also dieses Jahr ist das erste Mal, wo mir auch wirklich das erklärbar wird, dass der Hallimasch, glaube ich, der größte Pilz der Welt ist oder so. Ich muss das mal googeln und einblenden. Ich glaube, der größte zusammenhängende Pilz weltweit ist, glaube ich, ein Hallimasch. Also natürlich nicht der Fruchtkörper. Hier steht kein 1 Kilometer Durchmesser großer Pilz im Wald, aber so dieses Geflecht im Boden, ich glaube, das ist... Leute, ich werde es googeln und einblenden. Ja, Leute, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr sehen. Aber andere gibt es hier heute irgendwie auch nicht so richtig. Einfach dieser Baumstamm. Guckt euch das, das ist unnormal, was dieses Jahr hier mit den Hallimaschpilzen abgeht, ey. So, hier auch wieder eine schöne Dreiergruppe. War was anderes außer Hallimasch. Wir haben am Vordergrund immer den fuchsigen Trichterling. Dann haben wir hier natürlich Nebelkappen. Und hier vorne noch ein uralter Schirmpilz. Also ich habe mal versucht, die Hallimasch hier auf Foto zu bannen. Leute, man kriegt es halt nicht hier auf die Videoaufnahme. Es sind, keine Ahnung, es sind hunderttausende Hallimasch. Hier ist der Boden, ist hier bedeckt. Es ist unnormal, was ist denn hier los? Hier oben auch. Also ich versuche es mal irgendwie mit Zoom. Hier ist an jedem Baum... Weil die halt auch leider alle tot sind, sind hier Hunde, es ist, ich bin sprachlos, ey. Ey Leute, wird hier ein Hallimasch los, das ist ja unnormal. Guckt euch das doch mal an, dieses Bild. Hier ist der komplette Weg hier voll mit Hallimasch, ey. So, eben noch mal ein paar Pilze nachgeschlagen, weil hier mal direkt ein bisschen Internet ist. Und zum guten Abschluss wollen wir mal hier in das Körbchen gemeinsam noch mal reinschauen. Und zwar haben wir hier violette Rötelritterlinge. Dann haben wir schöne Rotfußröhrlinge. Ein Riesenschirmpilz. Hier rechts habe ich tatsächlich mal zwei Täublinge mitgenommen, wo ich nicht weiß, wie die heißen. Allerdings... Der Täublings- oder die Täublingsprobe hat ergeben, die sind nicht scharf und auch nicht bitter. Also, ich probiere es halt einfach mal. Und hier unten haben wir dann noch Stockschwärmchen und ein paar Lacktrichterlinge, Leute. Das ist meine Ausbeute heute. Achso, den Steinpilz jetzt vergessen. Der liegt schon im Auto, den habe ich mich ganz am Anfang gefunden. Also, wie gesagt, die Röhrlinge nehmen so ein bisschen ab, muss ich sagen. Also, ja, einen Steinpilz haben wir noch eben, ein paar Rotfußröhrlinge. Ansonsten
ziemlich mau, keine Goldräulinge mehr. Dafür halt schon viele Spätherbstpilze und Leute, Halimaschen, die habe ich tatsächlich nicht mitgenommen. Da hätte ich die körbeweise rausschleppen können. Ist ein guter Speisepilz für mich, aber stand heute nicht auf meiner Liste. Und da würde ich sagen, Leute, mit diesem schönen Ausblick hier, ich glaube, ich setze mich jetzt hier hin und werde schon mal das Video anfangen zu schneiden. Warum soll ich das zu Hause machen? Leute, dann ist das Video hier live im Wald geschnitten. Ey, was besser gibt's doch nicht. Würde ich sagen, Leute, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, vorbei wird es noch nicht sein. Es ist noch sehr, sehr, sehr warm. Also lasst euch überraschen, Leute. Schaltet gerne wieder ein und bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.